Ein neuer Mann in der neuen Saison. Die Probleme sind die alten, zumal dem Engländer nicht das allerbeste Verhältnis zur Mannschaft nachgesagt wird. Damit sich beim Dauerproblemfall Hertha BSC endlich etwas ändert, dafür soll seit gestern ein alter Bekannter sorgen. Allerdings in neuen Kleidern. Jürgen Thiem klärt sie ab. Haben verpasst, Deutschlands Fußballpendler Nummer 1 Bernd Stange. Seit gestern sportlicher Leiter bei Hertha, hatte lange im Stau gestanden. Nach Hertha und Leipzig, jetzt also wieder Hertha und das ausgerechnet in Leipzig. Früher da war schon dieser junge Mann Jürgen Sundermann. In Leipzig war er Stanges Nachfolger, bei Hertha jetzt sein Vorgänger. Der VfB Leipzig ganz in Blau, ohne Stürmer Frank Turnier, der hatte sich, man höre und staune, ohne Fremdeinwirkung im Bett gezerrt. Überraschend ausgeschlafen, zu ausgeschlafen. Gelbe Karte Nummer 1 für Holm Pinder, die zweite bekam René Schmidt und die dritte kassierte Nico Debritz. Ganze 13 Minuten im Zentralstadion gespielt, zumindest die von VfB-Trainer Tony Woodcock zuletzt monierte Willenskraft schien diesmal vorhanden. Dass Willenskraft nicht nur gelbe Karten zur Folge hat, zeigte die nächste Szene. Markus Wulfstange und Marco Sehna zum ersten. Der Ball kommt zu Daniel Bärwolf und Sehna zum zweiten. Beim VfB Leipziger allerlei, aber eben nicht Zählbares, abgesehen von den gelben Karten. Noch weniger war von Herthas gereiften Pokalbubis zu sehen. Ausnahme diese distanzierte Bemühung von Niko Kovac. Mut zur Lücke im Zentralstadion, eine graupenschlechte erste Halbzeit, hatte nicht mehr als diese 3.100 Zuschauer verdient. Die zweite Hälfte lebhafter, was blieb ihr anderes übrig? René Schmidt, auffälligster Akteur bei den Leipzigern. René Schmidt, 19 Jahre alt, der Sutter des Ostens. Was Schmidt für Leipzig, das war Kovac für Hertha. 49. Minute Freistoß. Ja, so nah war an diesem Abend noch keiner dem Ziel gekommen. Und nach dieser ersten Annäherung konnte es eigentlich nur noch besser werden. Freistoß, Thomas Richter und Sven Meyer. Näher geht's nicht mehr. 0:1 in der 60. Minute. In den ersten beiden Spielen hatten die Herthaner nicht getroffen, dann gegen Meppen gleich 5-mal und jetzt scheint die torlose Hertha-Zeit. Hertha wurde danach immer besser, um nicht zu sagen immer Schmöller. Frank Schmöller nach schönem Richterpass auf und davon und vorbei. Was macht ein Zweitligist, wenn er sich im Sturm keinen Völler und keinen Klinsmann leisten kann? Er holt sich einen Schmöller und einen Lünsmann. 70. Minute, wieder Richterflanke und Mike Lünsmann. Gegen Meppen hatte er zweimal getroffen, heute noch nicht. Leipzig kommt, heißt der Werbespruch der Messestadt. Die Frage war, kamen auch die VfB-Spieler nochmal? Der eingewechselte Jürgen Rische. Das war's. Danach kam Leipzig überhaupt nicht mehr. Dafür Herthas Michael Hartmann und der zu heftig. 2 Minuten vorher hatte er nach einer ähnlichen Aktion gelb gesehen. Schiedsrichter Heinemann kannte kein Pardon. Gelb und Rot für Hartmann. Doch Hertha rettete das 1:0 über die letzten 6 Minuten. Und mein Kollege Peter Ritterhoff legte den Finger in die Wunde. Vom Aufstiegskandidaten zum Abstiegsaspirant, kann man das schon sagen oder ist das übertrieben? Wo sehen Sie Ihre Mannschaft am Ende der Saison? Ich habe keine Mannschaft gesehen. Wir haben nach 4 Spielen aufgestiegen und keine abgestiegen. Ja? Es ist sehr, sehr jung. Wir haben heute 2. Halbzeit gekämpft, alles gegeben, glaube ich. Einige muss schon etwas mehr. Es gibt nur eins, arbeiten. Ja, wir müssen versuchen, besser zu werden. Okay. Arbeiten müssen auch die Fans an ihrem Benehmen. Verlieren will schließlich gelernt sein. Eine Erfahrung, die die Leipziger Fans nach dem Bundesliga-Abstieg jetzt auch in der zweiten Liga